Hallo, ich bin Frank Duda, Fraktionsvorsitzender der SPD in dieser Stadt. Wir haben in den letzten Jahren einiges in dieser Stadt vorangebracht und freuen uns darauf, in den nächsten Jahren weiter daran zu arbeiten. Ich nehme Sie jetzt einfach mal mit, um Ihnen zu zeigen, was wir schon auf den Weg gebracht haben. Wir befinden uns jetzt im Herner Nordwesten, landschaftlich sehr schön gelegen. Wir nennen das Areal Schloss Grimberg. Schloss Grimberg ist Hoffnung für die Zukunft. Schloss Grimberg ist ein Logistikpark und auf diese Branche setzen wir seit Jahren in dieser Stadt kontinuierlich. Und wir haben damit gute Erfolge. Wir sind im Beschäftigungsanstieg im Ruhrgebiet führend. Erst jetzt ist belegt worden, dass wir bei der dynamischen Entwicklung innerhalb der Ruhrregion den mit Abstand besten Zuerreichungsgrad von Arbeitsplätzen bekommen haben. Und dieses Areal soll dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft weiter in Herne zukunftsträchtige Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Was fehlt noch zum Glück? Der Autobahnanschluss. Der Autobahnanschluss ist notwendig, um auch die schnelle Ablieferung von Gütern und Waren sicherstellen zu können. Dafür müssen wir kämpfen. Das Geld fließt nicht von alleine nach Herne. Deswegen kämpft die SPD auf allen Ebenen dafür, dass die Förderung für dieses Projekt auf den Weg gebracht wird. Denn Sie sehen, hier ist noch genug Platz für Investitionen. Wir sind hier in Eickel. Hier kann man ganz deutlich sehen, welche positiven Effekte ein Verkehrsprojekt haben kann auf die Attraktivität des Lebensumfelds und auf die Attraktivität des Einzelhandels in einem Stadtbezirk. Das schauen wir uns doch mal näher an. Wir sehen ganz deutlich, welcher Qualitätszuwachs auch für Fahrgäste erreicht worden ist. Wir sehen ganz attraktive Fahrgasthäuschen. Wir sehen wunderbare Einstiegsmöglichkeiten, ein geordnetes Miteinander von Straßenbahn, Autoverkehr und Radfahrverkehr. Das nenne ich Lebensqualität in einem Stadtbezirk. Und deswegen finde ich das gut hier. Wir sind jetzt im Zentrum von Herne Mitte angekommen und finden hier ein Herzensprojekt der Herner SPD vor. Die Renovierung des Willy-Pohlmann-Platzes erinnert an unseren Altoberbürgermeister. Hier geben wir uns besonders viel Mühe und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sehen hier an diesem Projekt, dass wir nicht nur den Platz renovieren, sondern auch das Kulturzentrum in Angriff nehmen. Viele auswärtige Besucher nutzen das Kulturzentrum bei Messen, bei Kongressen und sehen so die Stadt zum ersten Mal. Und deswegen muss das hier gut aussehen. Jeder Außenstehende soll sehen, in Herne passiert was, die Lebensqualität in Herne steigt, hier sieht es einfach besser aus. Hier stehen wir direkt neben dem Archäologischen Museum und sehen ein Objekt, um das es viel Streit gegeben hat. Meine Fraktion hat sich durchgesetzt, wir sind sehr froh darüber, denn hier profitieren Handel, Archäologisches Museum und vor allen Dingen das Erscheinungsbild der Stadt. Wir haben das Eingangstor zur Stadt deswegen renoviert, weil wir glauben, dass auf diese Art und Weise unsere Bahnhofstraße auch eine Wiederbelebung erfährt. Und das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Wir befinden uns jetzt im Stadtbezirk Soding. Ein Hauch von Großstadtflair umweht uns. Man sieht ganz deutlich, dass das neue Einkaufszentrum in meinem Rücken zur Aufwertung des Stadtbezirks in ganz ungewöhnlichem Maße beigetragen hat, eine schicke Architektur, eine zentrale Einkaufsmöglichkeiten, ein Umfeld mit Nahverkehr, mit Parkplätzen. So kann man sich vorstellen, dass auch der Bürger gewinnt bei einer Stadtteilumgestaltung. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir hier jenes epochale Gebäude Akademie Montchenille des Innenministers vor Augen hat, dann stellt man fest, in diesem Stadtbezirk ist der Wandel von einem Bergbaustandort zu einem integrierten Lebens- und Dienstleistungsstandort in idealer Weise gelungen. Hier ist auch Zuzug wieder festzustellen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg für einen solchen Stadtbezirk im Strukturwandel zu bestehen. Mit Dynamik und Kraft für unsere Stadt, Herner SPD.